Auch wenn die Skiasse meinen, alles in der Höhle gesehen zu haben, wartet zum Abschluss noch eine Überraschung auf sie. Und die bringt sogar gestandene Olympiasieger ein wenig aus dem Konzept. Aber ganz so vorne steht nicht. He? Ich möchte eine wackelige Angelegenheit, meine. He? Willst du aufgehen? Probier über mal, Stefan, ich heb. Einmal ist immer das erste Mal, Horst. Gott der Weile lassen. Steffen, schau, du hast Haarbattel. Okay, jetzt schon. Jawohl. Ganz geheuer ist Stefan Eberharter und Leonhard Stock die Sache nicht. Für Roman Erler hingegen ist das Stand-Up-Board als Fortbewegungsmittel in seinem Gletschereis ganz normal. Es kann schon sein, dass der eine oder andere sagt, der ist ein bisschen verrückt oder ein bisschen narrisch. Ja, weil Gletscher steht eigentlich für Naturgefahr und Naturgewalt. Und es ist dann nicht selbstverständlich, dass man da 35 Meter unter der Skipiste Eis schwimmt oder mit einem Boot fährt oder was auch immer. Ein bisschen narrisch muss schon sein. Roman Erler ist in diesen Sommertagen nicht der einzige Narrische im Eis. Christian Redl, ein bekannter Apnoe-Taucher, hat sich den Naturpalast für einen Rekordversuch der besonderen Art ausgesucht. Hey, was ist jetzt da los? Mein Roman, wer ist denn das? Wir haben da einen Spitzensportler zum Trainingszweck nach oben. Das ist der Christian. Das ist ein Apnoe-Taucher, oder was? Ja, genau. Du trainierst da. Und ich trainiere da, weil ich da noch einen Weltrekord aufstellen will. Da herinnen. Da ist doch nicht kalt da. Wir haben gerade minus 0,6 Grad im Wasser. Bist du der Person? Da gibt es keine andere Route, wo man das trainieren kann, oder? Kann man schon, aber es macht weniger Spaß. Ja, der ist gut. Also er ist nicht der Höhlenschreck da, oder? Sondern ja. Du trainierst wirklich. Hey, auf Wünsche dir viel Glück, gell? Mach's gut. Während der eine abtaucht, werden die anderen wieder auftauchen. In ihre Welt und ans Tageslicht. Höhlen, noch dazu so eisige, sind nicht jedermanns Sache. Gesehen sollte man sie aber haben. Die Verwunderung ist bei mir groß, wie groß diese Höhle ist und wie beeindruckend. Wobei, ehrlich gesagt, bin ich lieber heraus im Freien als in einer Höhle. Also ich bin kein Höhlenmensch, bin lieber im Freien zu Hause. Am Hintertuxer Gletscher lässt sich draußen im strahlenden Sonnenschein nicht erahnen, was direkt darunter im Eis vor sich geht. Die Vorbereitungen von Apnoe-Taucher Christian Redl sind abgeschlossen. Jetzt wird es ernst mit dem Weltrekordversuch. Nur 3 Meter breit ist der Schacht, in dem sonst Gletscherforscher ihre Daten gewinnen. Heute will hier Christian etwas ganz anderes gewinnen. Er will der erste Mensch sein, der durch einen Gletscher taucht. Andere Rekorde im Eistauchen haben ihm bereits den Spitznamen Iceman eingebracht. Normalerweise würde ich nicht einmal in einen See schwimmen gehen, wenn er unter 26 Grad hat. Jetzt, warum macht man das Ganze dann beim Eiswasser, wo es sogar 0 Grad hat? Auf der einen Seite ist das natürlich diese Herausforderung, dass man halt auch mental mit dieser Temperatur umgehen können muss. Aber es ist natürlich auch dieses Faszinierende. Also ich würde jetzt nicht aus Spaß in dieses eiskalte Wasser gehen, aber natürlich, wenn es da etwas zu entdecken gibt, was vorher noch nie jemand gesehen hat, dann ist die Temperatur mehr oder weniger egal. Auch die dünne Luft auf über 3200 Metern und der schwierige Zustieg zum Schacht bergen Risiken. Normalerweise versuchen wir so entspannt wie möglich, so langsam wie möglich diese Tauchgänge zu machen, dass der Körper eben wenig Sauerstoff verbraucht. Jetzt natürlich alleine durch die Temperatur verbraucht der Körper schon von Haus aus sehr viel Sauerstoff. Und du merkst dann halt eigentlich auch den Unterschied, wenn du jetzt runterschwimmst, dass die Muskulatur viel schneller den Sauerstoff rauszieht. Das merkt man richtig. Du merkst auch, dass die Muskulatur schwerer wird. Und das ist etwas, was du ja nicht trainieren kannst.
Ich kann dann nicht jetzt dann da hunderte Tauchgänge machen und damit ich weiß, wie weit kann ich gehen, wie weit spielt meine Muskulatur mit, sondern, und das ist eigentlich die größte Challenge, du hast einen Tauchgang, wo du wirklich an die Grenze gehst. Und wenn du da aber halt merkst schon unterwegs, okay, das wird jetzt von der Muskulatur her eng, dann hast du natürlich dann ein Riesenproblem. Die Anspannung ist auch beim Team der Rettungstaucher und Spezialkameraleute spürbar. Dadurch, dass das Wasser unter 0 Grad hat, bilden sich Eiskristalle im Wasser, die schon ganz gerne Automaten oder Teile der Ausrüstung verstopfen können. Natürlich, eine Nervosität ist immer da, aber sobald mein Wasser ist, läuft es vollautomatisch ab. Süßwasser friert normalerweise bei 0 Grad, das klare Gletscherwasser aber nicht. Ja, vielen Dank. Gut. Die Wassertemperatur beträgt tatsächlich minus 0,6 Grad. Wenn jemand sagt, er mag kalt, dann kann ich sagen, es geht immer noch kälter. Also normalerweise haben wir unter der Eisdecke immer plus 2 Grad. Und ein paar Meter drunter hast du dann 4 Grad, weil 4 Grad ist normalerweise die kälteste Temperatur im Süßwasser. Und du merkst dann tatsächlich, ob es jetzt hat plus 2 oder minus 0,6 Grad, merkt man dann doch noch den Unterschied. Alles ist bereit. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Noch ein letzter Atemzug. Dann geht es hinunter in den engen Schacht, der Meter für Meter immer dunkler wird. Erst wenn er die Boje am Ende des Sicherungsseils erreicht und die Tiefenmarkierung im 52 Meter tiefen Schacht wieder mit nach oben nimmt, ist es vollbracht. Der erste Tauchgang durch einen Gletscher ist vollbracht. Das Geilste, was ich gemacht habe. Ich hab sowas wie vorher gesehen, ich war am Nordpol. Kristallklares Wasser, Eiskristalle, irre Landschaft. Mega kalt, aber super geil. Aber jetzt bin ich durch. Ah.